Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Resident Evil Village mit Paxis. Es ist ein neuer Aufnahmetag. Ich habe mich wieder beruhigt. Was soll es? Dann habe ich halt mein Geld verschwendet. Ich werde schon wieder Geld finden und das aufbauen. Ich meine, ich hatte ja so viel Geld über, dass das zeigt, dass ich immer recht viel Geld finde. Also werde ich auch in Zukunft viel Geld finden und dann halt beim nächsten Mal, wenn wir bei Duke wieder sind, dann werde ich halt die Sachen aufbessern und aufbauen und den Fehler nicht nochmal machen. Und ich finde das Spiel sowieso einen Tick zu leicht. Also was soll es denn? Habe ich halt nicht direkt die Möglichkeit, alle Waffen wieder maximal aufzubessern. Das sollte mir ja entgegenkommen, dann wird das Spiel etwas schwieriger. Weil je stärker die Waffen, desto schneller sind die Gegner tot, logischerweise. Und ich glaube, wir müssen hier lang. Bin ich mal gespannt auf Heisenbergs Factory. Wirkt direkt wie ein ganz anderes Spiel hier, wenn man in so einer Fabrik ist. Und da scheinen wohl schon die nächsten Gegner auf uns zu warten. Aber hier drinnen, die Grafik sieht auch wieder super geil aus von diesen Maschinen. Oh, da drin. Eine Steuereinheit sieht leicht zerstörbar aus. Hm. Ah, nicht nachgeladen. Daneben, meine Freunde, aber die brauchen echt verdammt viel Schuss. Ich meine, es war jetzt auch nicht jeder im Kopf, aber trotzdem. Aber solange ich natürlich die Möglichkeit habe, nach hinten auszuweichen und die Pistole zu nehmen, nehme ich sie auch, um mir die andere Munition zu sparen. Interessant, dass er hier anscheinend so eine Zombie-Fabrik hat. Damit habe ich nicht gerechnet. Wir müssen wohl darüber, wie es aussieht. Hm. Und was fehlt hier jetzt wieder? Scheint nicht genügend Strom drauf zu sein. Aha. Es fehlt also einfach Strom und diese Tür scheint nicht aufzugehen. Da kommen wir wahrscheinlich wieder irgendwann raus oder so. Bin auch gespannt, ob dieses komische Propeller-Ding, vor dem wir weggerannt sind, ob wir dann gegen das mal irgendwann kämpfen müssen. Ups. Ah, da war schon tot. Mist. Ja, jetzt freue ich mich natürlich über jeden Leih, den ich finde. Das ganze Geld kann ich gut gebrauchen. Wenn ich das nächste Mal bei Duke bin, will ich meine Waffen aufbauen. Aber endlich auch wieder was, worauf es sich lohnt, halt zu sparen. Das ist doch cool. Oh, 3000 Leih. Also ja, die Sachen sind auch super teuer. Gerade wenn ich mir diese komischen Maschinengewehre kaufen wollen würde, die Duke da im Angebot hat, ist auch interessant, dass man die Waffen kaufen muss und nicht findet. Aber gut, da bräuchten wir ja auch wieder Platz in unserem Inventar. Wahrscheinlich werde ich die gar nicht kaufen. Eine Gießanlage, aber ohne Kokille ist sie nutzlos. Dann müssen wir wohl erstmal die Kokille finden. Auch wenn ich auf Anhieb nicht wirklich weiß, was eine Kokille ist. Mhm, hier wurde wohl ein bisschen drin rumgespielt im Kopf. Sind das diese Zombies oder was? Auch hier können wir nichts. Sieht aus, als könnte man hier etwas einsetzen. Ja, ich habe nichts zum Einsetzen. Ich habe auch keine Kokille. Ja, von der anderen Seite verschlossen.
scheint irgend so ein Hauptraum zu sein, in dem wir wahrscheinlich häufiger mal zurückkehren werden. Da merkt wohl gar nicht, dass auf ihn geschossen wird oder was. Na komm, da war da noch einer. Was? Wo ist denn der dritte? Hä? Es waren noch drei. Ist der wieder so weit zurückgelaufen? Huch! Ah, Dietrich, nice. Ich dachte schon, schön, jetzt brauchen wir auch noch einen Schlüssel. Gelbquarz. Alles, was wertvoll ist, brauche ich, nehme ich gerne mit. Ein Stück gelbes Mineral aus der Region, sehr wertvoll. Hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Auch wenn die Quarzstücken alle gleich aussehen in der Form, nur die Farbe anders. Gelbquarz klingt aber ehrlich gesagt ziemlich unspektakulär. Aha, hier kommen wir rein. Was ist hier? Scheint nicht genügend Strom drauf zu haben. Ja, schon wieder. Nur noch 22 Schuss für die Pistole, auffällig. Oh, oh, was ist denn da drin? Hat eine Kettensäge. Mal gucken, ob wir die dann bekommen. Bitte steh nicht auf und kämpf gegen mich. Oh, der kämpft bestimmt gegen mich. Wobei, wir können ja dann einfach durch diesen Raum da wieder abhauen. Das sollte gar nicht so schwer sein. Okay, wir haben ihn zwar mitten in den Kopf geschossen, aber es hat ihn gar nicht interessiert. Das ist auch gar keine Kettensäge, sehe ich gerade, sondern irgendein Bohrer. Wir haben nicht mal mehr genügend Munition, um nachzuladen. Hat er den gebaut? Aber wieso haben die so ein komisches Ding über den Augen? Steht doch eh aus. Mann, wie ich ihn halt, wenn ich jetzt in dem Spiel Ethan wäre, auf jeden Fall erstmal richtig krass hart zerstören würde, damit er eben nicht die Möglichkeit hat, wieder aufzustehen. Rajewko-Killer. Noch ist noch nicht aufgestanden, wie es aussieht. Hier. Eine Form zum Gießen von Reliefs. Ah, damit wir dieses Pferdding da bauen können und das dann da reinstecken. Okay. Na, so klar. Will ich dafür irgendeine andere Munition verwenden? Ja, was ist denn los mit dem? Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt was bringt. Scheint schon. Ach, dann ist er irgendwie direkt ganz da in der Ecke. Ah, oh, das ist natürlich billig.
Komm her. Mich überrascht nichts mehr. Bin einfach strategisch zu gut drauf. Kristallines Herz. Mich überrascht nichts mehr und mich besiegt hier auch nichts mehr. Freunde. Oh, ein bisschen weggehen, das sollte sehr heiß sein. War ja nicht sehr viel, was da reingeflossen ist. Es ist jetzt schon so sehr abgekühlt, dass ich es anfassen kann. Na, ich weiß ja nicht. Danke. Das sag ich doch eher. Danke. So, wo könnte man jetzt reinstecken? Hier. Zehn Schuss noch für die Pistole. Und ich höre schon wieder Gegner. Das heißt, wir müssen dann langsam auf eine andere Waffe wechseln. Oh! Mal jemand schnell. Gucken, ob ich ihn noch platt bekomme mit diesem Schuss. Na, nicht, wenn wir sauer daneben schießen und nicht den Kopf treffen. Null Schuss, genau mit dem letzten Schuss hat es gepasst. Nice. So, was ist jetzt mit der Waffe? Die hat noch 15. Machen wir die natürlich auch erstmal alle. Na, wobei wir erstmal immer erst. Na, wobei, wenn nicht. Nee, wir machen es schon so. Wir werden mit Sicherheit noch auf mehr solche kleinen Zombies treffen. Oh Gott, was ist denn das da unten? Ach, ist eine Maschine. Oh, ich dachte, die roten Punkte, das wäre irgendein Monster, ey. Schon wieder ein Dietrich? Was ist denn hier los? Magnum-Munition, sehr gut. Da hatten wir nämlich gar keine mehr. Ja, da haben wir noch nichts, um das einzusetzen. Ach so, ist ein Schlüssel. Ja, okay. Was höre ich denn hier? Hallo? Oh, es ist keine Leiter mehr. Wir kommen nicht mehr hoch. Verdammt. Ich habe mich schon gewundert, warum der einfach runtergesprungen ist. Kann ich eigentlich die Munition... Ne, ich dachte, ich kann die Munition rausnehmen. Selbst wenn da Sachen dazwischen sind, bin ich einfach zu gut und knall die einfach ab. Okay, nicht jedes Mal. Diesmal habe ich auch nicht so viel Mühe gegeben, verdammt. Ah, ich glaube, ich habe ihn nicht in den Kopf getroffen. So, die können von den Dingern vielleicht kaputt gemacht werden. Da muss ich vielleicht gar nicht erschießen. Schön, dass mir das jetzt erst auffällt. Verdammt. Oh. War ich etwas zu langsam. Wie, er wurde nicht getroffen. Er lebt noch, fuck! Also, der wurde getroffen. Und da haben wir nicht gerade, dass er noch lebt.
solche gefallen mir und die scheinen auch relativ eng zu sein, die Räume, die man hier nutzen kann. Deswegen sehr gut. Weil mich auch interessieren würde, was die da genau machen, diese komischen Dinger. Ah, die beiden habe ich erwischt gehabt mit meiner Scharfschütze. Mit meinem Gewehr. Hier mal einen kleinen Schluck Tee trinken, während wir hier noch auf der Leiter sind, weil damit wahrscheinlich nichts passieren. Schön heiß. Ist irgendwas kaputt. Na, mal wieder. Das sieht doch aus wie ein Gang, wo uns Gegner entgegen... Komm... Oh nein! Die sind das! Oh Gott! Die baut der! Die stellt er her! Die sind aber super schwer zu besiegen! Wenn die jetzt alle rauskommt, bin ich tot! Das erinnert mich auch so ein bisschen an die Borg von Star Trek. Falls ihr die kennt. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr die Borg kennt von Star Trek. Oh, das, oh Gott, wenn ich die in Strom einschalte, dann werden die vielleicht alle wieder aufwachen. Ah, jetzt sind wir wieder hier, okay. Können wir noch mal kurz zurückrennen zum Duke? Das war doch gleich hier, oder? Okay, es ist weiter weg, als ich dachte. Jetzt bin ich den Weg einmal gelaufen, jetzt gehe ich noch zurück. Naja, es ist wirklich deutlich weiter, als ich dachte. Machen wir also nicht nochmal. Aber jetzt dieses eine Mal. Vielleicht können wir schon wieder eine Waffe aufbessern. Du möchtest etwas kaufen? Belkorts 10.000. Kristallines Herz, nur 5.000 ist das wert? What? Hätte ich echt mehr gedacht. Schwere Zeiten, Ethan. Oh ja. Ich habe neue Waren für dich besorgt. Wie wär's? Pistolenmunition. Gerne. Noch etwas? Okay, Pistole und... Ach ja, die Flinte war noch nicht voll. Ach, Idiot. Die verwende ich ja viel häufiger als die. Diese Hände sind geschickter, als sie vielleicht aussehen. Die Magnum sollte eigentlich auch aufgebaut werden für die Bossfights. Haben wir aber gerade eh nur 3 Schuss und das können wir uns gar nicht mehr leisten. Die Pistole ist erstmal egal. Keine Munition mehr. Ja, warum nicht? Aha. Zu hungern. Bis nächstes Mal. War jetzt die Maschine zum Speichern, wenn wir einmal hier sind. Gut, nochmal gehen wir den weiten Weg nicht einfach so zurück, es sei denn, es gibt irgendeinen krassen Grund, aber ich habe echt gedacht, dass es direkt in die nächste Ecke ist. Jetzt haben wir zumindest die Waffe hier maximal aufgebaut, wir haben noch keinen Schuss davon verbraucht, das heißt, wenn wir sie jetzt einsetzen, dann macht sie mehr Schaden, das ist gut. Halt. Und rausgekommen sind wir hier, glaube ich. Genau. Hier kann man anscheinend irgendwas kaputt machen. Aber wahrscheinlich nur mit krasseren Sachen wie...
Reservegenerator. Wie eine Rohrbombe. Wehe, ich verschwende die jetzt. Glück gehabt, das hätte mich sehr geärgert. Flip-Munition, sehr gut. Mechanisches Teil. Zylinder. Okay. Hm? Das... Ach so, mechanisches Teil ist... Aha, das ist was Wertvolles, was man kombinieren kann. Hoffentlich finde ich auch noch das andere, damit ich es verkaufen kann, weil ich will halt nichts verkaufen, was man kombinieren kann, weil die Einzelteile weniger wert sind als das Gesamte. Feueralarm! 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 Gut, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt hier weitermachen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Pax ist bis zum nächsten Mal. Bleibt cool, abonnieren, Glocke aktivieren. Tschüss, tschüss.